Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Auch so tolles Deutsch. Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Da komme ich nicht dran. Da fehlt eine Plattform. Dann geht's halt hier weiter. Ich finde diese Architektur übrigens echt geil. Mit dem Gold und dem Blau und dem Dunkel, das sieht sehr schön aus. Ich möchte bitte die Nummer von dem Innenarchitekten, so möchte ich mein Haus einrichten. Da! Die blaue Tempeltür! Wir sind fast da! Aber der Brückenkristall ist noch mit dem Zeug bedeckt. Ja, also ich möchte mein Haus so einrichten, minus dem rosanen, schleimigen Tentakelgedöns. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Aber Widerstand ist zwecklos. Ach, da können wir hochklettern. Wie auch immer praktisch irgendwie immer einer da Sachen, Markierungen angebracht hat und so. War so klar. Nix da. Ach, da oben ist einer. Tschüss. Einer der Vergessenen. Oh Gott. Wie tötet man etwas aus Stein? Du findest seinen wunden Punkt. Da, vor mir. Au. Hui. Ja, der blendet sehr jedenfalls. Au. Das können wir gegen ihn verwenden. Okay, also. Ah. Okay, also sobald man es mal raus hat, geht. Hab ich ihm gerade sein Herz rausgerissen? Es ist nicht schöne Zusammenarbeit. Junge hält die Gegner fest, Party schneidet ihnen den Kopf ab. Das ist der letzte. Das ist doch ein schöner Wochenendausflug. Willst du, dass ich mehr Pfeile schieße? Also, da ist es. Alte Wache, Junge. Du machst deine Sache eigentlich schon ganz gut, Junge. So. Wenn du mehr Pfeile schießen sollst, sage ich schon Bescheid. Haben wir hier. Zersplittertes Herz von Alfheim. Zauber. Ah, noch mehr Schadensreduktion. Sehr schön. Mal gucken, wo wir das hier hinpacken können. Kann ich in mein Schild euch irgendwas reinpacken? Nee. Stärke, Abwehr. Das würde ich dann wahrscheinlich hier reinmachen. Weil es ja quasi als Abwehr gilt. Okay. Ach so, das ist schon das mit der Abwehr. Ja gut, dann mache ich es hier, weil Lebensupgrade haben wir ja erst gekriegt. So, jetzt haben wir insgesamt 24% Schaden weniger von den Dunkelalben. Kiste haben wir uns verdient. Ach ja, und ins Bestiarium kann ich noch schauen, wegen diesem Steinviech. Da oben ist etwas.
Leichter Runenangriff, ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Ich mag das Wort erheblich. Halten Sie kleinen links drin gedrückt, um die Anzahl an Drehungen zu erhöhen. Schildstoß mit Folgeangriff. Dann nehme ich den, der hat weniger Abklingzeit. Könnte ich noch aufbessern? Ich wollte doch auch auf irgendwas sparen. Das hier wollte ich, glaube ich, sparen. Genau, den wollte ich mir kaufen. Wo sind denn meine Zauber? Hier. So, da habe ich jetzt diesen Wirbelwind. Da habe ich nicht mehr genug Geld. Halt, Codex. Gegner. Heelhescher, Heelspeer. Rolle. Düsterer Nachtmar. Ist da dieses fette Ding noch nicht mit eingezeichnet? Wieken. Hatten, Wiedergänger, Heavy Nachtmar, Stein vergessen. Ach, das war das. Einer der Vergessenen, unglaublich. Wusste Mutter, dass sie noch leben? Sie wurden immerhin, naja, eben vergessen. Wahrscheinlich sind sie ein Teil von Ymir und existieren schon seit Anbeginn der Zeit. Ich dachte, sie wären alle in Midgard. Warum sich dieser wohl in Alfheim aufhält? Und Ymir ist, glaube ich, der Riese, aus dem nach den nordischen Legenden die Erde erschaffen wurde. Der ist irgendwie gestorben oder gestorben worden, je nachdem. Und dann halt irgendwie so klassisch, keine Ahnung, aus seinen Knochen wurden die Berge und aus seinem Blut wurden die Meere. Und ich glaube, die Menschen wurden aus seinem Achselschweiß. Ich denke mir das gerade nicht aus. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, es war irgendwas sehr Ekelhaftes. Nun gut, was ist das? Das müssen wir kaputt hauen. Ein bisschen. Und dann noch mehr draufhauen. Ist doch nicht so dumm, der Kratos. Es werde Licht. Suchen wir einen Weg nach oben. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Wege offen. Das nehme ich noch mit. Ah, noch eine Kriegsbeute. Hier geht's irgendwo zurück. Können wir da unten noch irgendwo lang, wo wir vorher nicht hin konnten? Glaube nicht. Nee, da ist alles zu. Dann gehen wir wieder hier lang. Ach, jetzt können wir hier auch... Das Licht schafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Ja. Ja. Da war ja vorhin auch noch irgendwo was anderes, wo wir so eine Brücke gebraucht haben. Sind wir ja wieder ganz oben. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Es tut mir leid, aber es beschäftigt mich. Es ist doof, dass dieser Aufzug sehr lahmarschig ist. Ich weiß, da war vorhin noch irgendwas, wo wir noch hin konnten jetzt. Komm, lass mich da runter. Ah, nee, da können wir immer noch nicht hin. Ok,
Okay, da brauchen wir dann wirklich die Fähigkeit vom Sohn. Okay, ich nehme es zurück, tut mir leid, aber ich wollte einfach nochmal nachgeguckt haben. Ah, da genau so, okay. Da müssen wir dann wirklich mit dem Sohnemann nochmal vorbei. Gut, gut, jetzt hier epische Quest, riesiges blaues Tor, magische Brücke. Weiter im Text. Oh, wir haben diesen Aufzug aktiviert. Das ist ja das allererste Mal, dass wir hier hochfahren. Es sieht ja so episch aus. Was passiert denn jetzt hier? Oh, jetzt sind wir hier oben und die Brücke ist fertig. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Hier werden wir bestimmt gleich wieder angegriffen. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Frage mich, wie sich das anfühlt unter den Füßen. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Du hattest es schon mit magischen Türen zu tun. Es muss nicht heißen, dass die einen Schlitz brauchen. Und da ist eine Rune. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Ja, da nämlich. Da unten leuchtet irgendwas echt heftig. Ach, das ist das, was wir da kaputt gemacht haben. Da ist so ein Glöckchen. Da ist noch ein Glöckchen. Aber was brauchen wir ja drei. Hä? Ach da. Okay. Ja, das... Komm. Ernsthaft. Dann halt so rum. Okay, man hat echt nicht viel Zeit. Ich muss mich hier ein bisschen besser positionieren. So, Headset. Ich mag es, dass die herausfordernd, aber nicht zu schwierig sind bis jetzt. Und wir haben mehr Rage. Das hat so ein... Das ist so aufgeteilt, haben wir jetzt... Also können wir quasi jetzt zweimal Rage benutzen. Und es bleibt so aufgeladen, oder? Guck noch ganz schnell hier runter. Wir schauen uns gleich die coole Tür an. Hey Sindri, wir haben was gefunden. Oh wirklich? Ich liebe gute Funde. Natürlich ist der da. Hier lang. Hey Sindri! Ach, weil wir nicht durch die Tür können. Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Oh, oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Neue Rezepturen freigeschaltet. Ich fühle mich heute sehr kreativ. Oh, er fühlt sich sehr kreativ. Dann gucken wir doch mal. Oh, Schulterrüstung der Vergessenen. Boah, 18 Stärke und 36 Abwehr auf der ersten Stufe. Resistenz gegen Angriffe mit Frost, Brand und Gift. Boah. Will haben. Aber da brauchen wir Vergessenen Herzen. 3 Stück. Und Vergessenen Trümmer. Also wie... Da können wir uns für später mal drauf freuen. Die will ich auf jeden Fall haben. Ei, der Witzka. Was haben wir hier? Runen und Abwehr. Macht ein bisschen Stärke weniger.
Boah, ich bin eigentlich ganz gut zufrieden mit meiner Ausrüstung soweit. Auferstehungsstein haben wir noch. Artefakte können wir mal verscherbeln. Ressourcen. Wir können auch Aegis Gold in Hacksilber umwandeln. Aber haben wir das nicht auch irgendwie gerade zum... Brauchen wir das nicht auch irgendwie zum Upgraden? Oder eben nicht. Sorry, bin aus Versehen hier raus. Können wir noch irgendwas upgraden? Die haben wir ja erst. Bogen brauchen wir immer noch festen Swartalfheim-Stahl. Küche. Viel Nachladezeit. Da brauchen wir mehr Weichenstahl. Ja genau, hier brauchen wir zum Beispiel Aegis Gold zum Upgraden. Warum will ich denn das in Hacksilber umwandeln? Dann werden die voll geupgradet. Würde mich aber fast alle meine Ressourcen da kosten. Und es gibt halt jetzt nicht so viel wahnsinnig viel mehr von allem. Also immer nur so eins und zwei und so. Ich kann meinen Griff... Nee, hä? Hatte ich nicht einen anderen Griff? Bin ich doof? Habe ich nicht einen anderen Griff? Axtknauf? Ich bin verwirrt. Da macht jemand lieber mit meinem Bruder Geschäft. Nein, ich bin nur gerade verwirrt. Hä? Vielseitiger Kriegergriff. Ach, weil der schon... Weil der schon voll verbessert ist, deswegen zeigt es dir nicht mehr an. Ach so. Ein großer Fehler. Ich war mega verwirrt. Hier ist noch so eine Tür. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Junge, noch eins. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Mehr als nur Mythen, also Schreine finden. Ja, ich möchte aber gerne den Kodex da lesen. Groa, eine Riesenzauberin und mächtige Seherin. Von Odin erschlagen, stahl er ihr Buch der Visionen. Die hat irgendwie ein Buch, wo irgendwas mit den neuen Reichen drin stand. Und dann... Ach, hat die von Ragnarök erzählt. Weil da ist ja irgendwie, ist hier irgendwie Krieg und da links ist Odin auf Sleipnir. Ne, diese Wölfe, die die Sonne und den Mond jagen. Und das hieß ja, wenn die fangen, dann ist Ragnarök. Da unten ist nur irgendwer mit einem Wildschwein. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, Sekunde, ich gucke mir das hier gerade an. Und das ist auf jeden Fall Odin mit seinen zwei Raben und der hat die dann gemeuchelt und ihr Buch geklaut. Und das rechts ist wahrscheinlich irgendwie einer von den Jötner. Interessant. Gut. Das war dann auch so sehen, die Quest, weil hier oben hätten wir wahrscheinlich an die Tür gefasst und die ging nicht auf, ne? Sieht aber sehr cool aus. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Um sie zärtlich zu streicheln. Einen anderen Eingang. Aber cooler. Das ist wie so ein. So ein Hirschkopf oder irgend so ein Schädel. Sehr cooles Design jedenfalls. Gefällt mir. Also Alfheim-Architektur finde ich bis jetzt schon mal ziemlich nice. Wir sind drin. War klar. Turunaku!
Oh, der hat irgendwas Fettes. Sei bereit! Oh, der ist ausgewichen, die Sau. Ah, ich habe Resistenz gegen euch. So, da war doch noch irgendwo einer. Nee? Nicht schlecht, oder? Durch Übung wirst du besser. Also ja, nicht schlecht, heißt es übersetzt. Auf Kratos. Ja, da kommen wir gleich ran. Moment. Nehme ich jetzt. Irgendwie mag ich gegen die Elfen, die Dunkelelfen kämpfen bis jetzt. Die sind irgendwie cool. So ein Ding. Da vorne sind schon wieder Nachtmare. Konnte ich nicht irgendwie mehrere... Ah, ich muss gedrückt halten, um mehrere Sachen zu markieren. Der ist mir ins Gesicht explodiert. Hä? Wo? Wo? Da. Ich hab den nicht gesehen, ne? So, war hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, Bestiarium ist aktualisiert. Explodierender Nachtmar. Ja, es ist mir aufgefallen. Sie sind lästig. Ja, tatsächlich stimme ich zu. So, Hinläufer Alben. Düsterer Nachtmar. Dunkelalb Krieger. Wir machen vorübergehend blind. Zum Fallen bringen. Und Dunkelalb Beschwörer. Ach, das sind die mit diesem zweischneidigen Dingens. Verstärkung. Ach, die können diese Nachtmahnen beschwören. Ah. Interessant. Da kommen wir nicht dran. Da müssen wir hin. Und hier ist Aussicht. Ah. Ich wusste doch, hier muss irgendwas sein. Es wäre ja nicht hier gewesen, wenn es da nichts gegeben hätte. Verpasst. Heißt das jetzt, wir kommen an diese Truhe da von da eben ran? Ja, sehr schön. Was ist das? Gewöhnliche Hüftrüstung für Runenkraft, jawohl. Soll ich auch bei Gelegenheit dann mal Rüstung, von der ich auf jeden Fall weiß, dass ich sie nicht anziehen werde, mal verkaufen und so. Ich gehe ja schon hauptsächlich auf Stärke. Boah, der springt von da hinten hierher und landet zielsicher auf meinem Rücken. Der kann schon was, der Junge. Lassen wir da durch. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Irgendwie klingen die so ein bisschen wie die
diese Goblins vom Hobbit. Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Ich schätze mal, die Lichtalben. Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Er will das da wahrscheinlich irgendwie wieder wegmachen. Hallo, wir kämpfen auch gegen euch. Gegner voraus! Ups, da bin ich reingelaufen. Ups. Ah ja, das ist ja der Beschwört-Typ, ne? Genau, den machen wir erstmal weg. So, geh kaputt. Was jetzt? Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Ja, das ist doch wieder so ein Weg hinein. Da müssen wir nicht lange suchen. Und hier sind irgendwie Lichtalben mit reingearbeitet. Lecker. So, einmal hier. Und wieder schön einfrieren. Rosta ist für alle da. Mehr Lichtbrücken. Folge mir. Sieht schon sehr schön aus. Und es ist wirklich sehr hell. Nachbare! Mistviecher. Vorsicht! Ja, gegen Sniper Kratos kommen die nicht an. Nicht gerade noch so ein Hängeding genau da. Komm, das wird voll getroffen. Jetzt aber. So, da geht's nicht lang. Die explodieren auch von selbst. Okay. Kommt der wieder? Ist runtergefallen. Hallo? Da bist du ja. Ziemlich schwach. Oh. Ja, das sagt sich so leicht, ne? Diarium aktualisiert. Schwörer, wenn er seine Waffe dreht, ruft er weitere Dunkelalben. Mhm. Er kann Axtwürfe blockieren, aber wenn wir ihn im richtigen Moment treffen, friert Fadas schwere Axt den Dunkelalb ein und verlangsamt ihn. Okay. Grün Bofrost. Weg damit. Du stellst alle Wege wieder her. Ja, Wegbereiter Kratos. Ist unterwegs. Hundi. Irgendwie eine Brücke, die aussieht, als könnte man sich da sehr viele Viren holen. Die wäre nichts für Sindri. Oh, wie muss ich denn hier werfen? In den Stock einbrechen. So wie Bienenstock. Wohin gehen wir jetzt? Zurück ist ja immer rechts rum.
Ach, die bleiben kaputt. Okay, na dann. Ah, manche von denen bleiben kaputt. Okay. Ah, die haben miteinander zu tun. Muss die richtige Kombi sein. I see, I see. Das muss ich kurz notieren. Jo, mach das. Schreib dir das schön auf. Lass mich da vorbei. So gut. So. Lecker. Hier ist ein Gesicht mit drin. Eigentlich wohnen hier ja die Lichtalben. Aber die haben sich ganz schön breit gemacht hier, die Dunklen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Die Wände sind einfach auch aus Lichtalben gemacht. Bäh. War echt was von einem Bienenstock. Wie cool. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Oh, interessantes Design, so insektenmäßig. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Von einem von denen war diese Statue draußen. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Oh, das ist so klebrig. Ginanuna! Noch einer! Zurück! Oha. Ist ungesund. Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Nee. Verstanden? Klar. Licht von Alfheim. Ach, das ist cool. Diesen insektenmäßigen Alben. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Hä? Hallo, bitte mal zielen. Ich kann nicht zielen. Ah, ich muss einfach nur drauf prügeln. Okay. Spring, Junge! Ja! Pass auf! Wow. Da sind sie! Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke! Jawohl! Oh, na super! Wo sind sie jetzt hin? Da. Schieß weiter, Junge. Ich mache uns den Weg frei. Okay, also die sind auch dafür gedacht, dass sie schnell kaputt gehen. Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen. Nicht Präzision geht vor Tempo. Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Oh Gott. Hier ist gerade viel Action. Draufprügeln. Komm, mach. Schneller! Es werde Licht! Junge!
Gott. Bist du verletzt? Nein. Wow. Es ist wunderschön. Das Licht. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es singt. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Ah! Ah! Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich bleib hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Wir sollten uns von dem Bann in Acht nehmen. Was ist das? Faye. Wie war das mit den Sirenen? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Das ist der Weg ganz vom Anfang. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Er weiß nur nicht, wie er es dir zeigen kann. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Tsch. Worte im Zorn gesprochen und im Schmerz. Auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite. Er möchte sich Mühe geben, er weiß nur nicht wie. Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Ja. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Glaub mir, Atreus, er versucht's. Er versucht's wirklich. Hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment.
fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort! Ich wusste nicht weiter! Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Sieh nur, der Ausgang. Aber da ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensehne der Hexe ist nutzlos. Boah, er hat die alle selber getötet. Also jetzt braucht er doch mal ein bisschen Anerkennung hier, Kratos.